den ganzen Quatsch, ne, alles nicht mehr gültig. Und du regst dich darüber auf, dass jemand sich ganz legitim benimmt und sich den Regeln entsprechend benimmt. Ne? Also ich weiß es nicht, du, ist dein gutes Recht, kannst du machen, aber ich sehe die ganze Welt ein bisschen anders, du, aber ganz anders kann man sagen. Ja, das ist aber normal, Andreas. Wo ist denn das jetzt gerade? Das eine ist ja das Menschenrecht, dass du ohne Maske dich frei bewegen kannst, ja. Aber in dem Moment, wo du so einen Laden betrittst, hat der ja Hausrecht, der Besitzer. Der kann dich ja auch des Ladens verweisen, wenn du da, was weiß ich, mal ein Regal umgeschmissen hast oder geklaut hast. Was weiß ich, denn er übt sein Hausrecht aus. Und da bestimmt der Besitzer, ob er oder was auch immer reinlässt oder nicht. Ja, habe ich ja gesagt, genau so ist es. Der kann dir auch rosa Socken auferlegen. Ja, aber darum geht's doch gar nicht. Der Staat hätte vorher sagen sollen, so, wenn du befreit bist von einer Maskenpflicht, dann hast du auch mit Konsequenzen zu tragen. Und das heißt denn, dass du, wenn du einen Partner hast, zum Beispiel nicht mit einkaufen darfst, dann musst du das, wenn es irgendwie geht, meiden und das passiert nicht. Ja, und da geht's eben, da reden wir nicht aneinander vorbei, Wolfgang. Denn Bernd will das generell geregelt haben. Und ich bin generell der Meinung, dass man Menschenrechte nicht einfach mit Kampf erst einzeln zurückgibt, sondern generell freigibt, wenn der Blödsinn sich als Blödsinn